Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Dr. Ru und willkommen zu einer neuen Folge von Lebensfreuden. Heute geht es um ein Thema, das mir selbst am Herzen liegt. Und zwar müsst ihr dazu wissen, dass ich mit einem Herzfehler geboren worden bin und deswegen das eine oder andere Mal in meiner Kindheit auch mal ins Krankenhaus musste. Um die Zeit ein bisschen angenehmer und erträglicher zu machen, hat mir meine Mutter öfter mal was geschenkt. Und das war meistens so ein kleiner süßer Schlumpf. Ja, seitdem habe ich die Leidenschaft und habe angefangen zu sammeln. Dann habe ich zwischendurch ein bisschen damit ausgesetzt und dann habe ich wieder damit angefangen. Da ich, wie gesagt, einige dieser Schlümpfe schon seit meiner Kindheit besitze und ich damals in meiner Kindheit, das war in den 80ern herum, auch schon mit dem ein oder anderen Schlumpf draußen gespielt habe, sind sie nicht mehr alle so ganz taufrisch und sehen auch ein bisschen abgenutzt aus. Bei manchen fehlt auch schon das Zubehör, aber das ist mir egal. Ich liebe sie alle, wie sie sind. In jedem Schlumpf steckt für mich irgendwie eine kleine Geschichte. Und heute bringe ich euch mal einen Einblick in meine Schlümpfe. Hey ihr Lieben, ich stecke in diesen Kanal wirklich sehr viel Zeit und Mühe und das mache ich auch wirklich liebend gerne für euch. Wenn es euch also gefällt, was ich hier mache und ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Vielen Dank im Voraus.